Wie gesagt, Biomasse haben wir ja genug. Und dann starten wir beide nämlich mit Biomasse aus. Ja! Es hat geklappt! Moin und herzlich willkommen zurück zu Astroneer in der 1.0 Version. In der letzten Folge haben wir im neuen Waldbiom ein paar ganz tolle Sachen gefunden, unter anderem ein großes Lager. Das brauchen wir jetzt in der Base, und damit wir das benutzen können, brauchen wir in der Base eine große Plattform. Die möchte ich jetzt mal bauen, deswegen begebe ich mich gerade in die Base zurück. Haha, war da eine Sternschnuppe gerade? Habe ich da... Ah nee, das ist der Wind gewesen, ne? Ich dachte, ich hätte eine Sternschnuppe gesehen. Hätte ich mir nämlich gleich was wünschen können. So... Nu aber hier. Flupp. Flupp. So, das macht er jetzt hier, ne? Große Plattform. Mach ich. Dann setzen wir da das Lager drauf und vielleicht auch den Generator. Dann haben wir hier nämlich am Fabricator alles frei. Harz vom Amte. Du kannst einfach auf den Boden, auf den blauen Blueprint, nee, was? Du kannst einfach auf den blauen Blueprint der Ressource klicken, dann fällt er dir automatisch auf, wenn du die im Rucksack hast. Was, auf den blauen Blueprint der Ressource? Da drauf? Oder was jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht mit blauen Blueprint. Oh, ich habe ein Achievement bekommen! Strebe nach Wissen! Ich habe die Forschung hier abgeschlossen, wie es aussieht. So. Dann machen wir jetzt hier das Lager. Flupp. Müssen wir da jetzt Strom dran dengeln? Ja, machen wir mal, komm. So, und da nehmen wir uns den Generator hier und setzen den hier drüben drauf. Und das Lager nehmen wir uns auch und setzen das hier drauf. So, jetzt haben wir nämlich aus 2 Slots 8 gemacht, ne? Jetzt haben wir 8 Slots. Da können wir auch gleich mal Harz draufsetzen. Das Zeug und das andere... Ja, die organische Ressource. Ich glaube, der wechselt dann automatisch, wenn jetzt der Generator leer ist, nimmt er sich automatisch die neue organische Ressource, um die weiter zu benutzen, glaube ich. Gucken wir mal. Müsste er eigentlich machen. Tu es. Ja, macht er. Seht ihr? Das heißt, immer ein bisschen Reserven haben, das ist schon nicht verkehrt. So, dann gehen wir wieder zurück zu unserem abgestürzten Schiff. Hau einfach eine Ressource in die Forschungskammer. Ach so. Soll ich mal, was haben wir denn ganz viel? Ich hau mal hier Quarz, Harz rein. So, und jetzt? Ach so. Eine Minute, okay. Ah, okay, verstehe. Da kriege ich auch Bits quasi, wenn ich das scanne. Ah, jetzt checke ich das, okay. Danke für den Hinweis. Ich sag mal kurz die Namen hier. Chris M92 ist gerade fleißig am Tipps geben. Und auch Lord Peter 8 ist fleißig am Tipps geben. The Noob 72 Slasher gibt auch Tipps. Ihr seid der Wahnsinn. So, hier ist noch eine Ressource. Was ist das? Glas! Das kenne ich noch gar nicht. Das ist neu. Kupfer kenne ich schon. Was ist das? Gemisch. Ja gut, das kennen wir auch schon. Und da ist noch was. Was ist das? Ach nee, das sind nur die Schniepel. Die Schniepel. Warte mal, hier können wir auch nochmal graben. Hier könnte noch was sein. Oder? Ne, da ist nichts mehr, okay. Dann, sind das auch noch Positionssteckel? Ne, das sind keine Stöckel. Da hinten ist nochmal Forschung, guck mal da. Und da war jetzt noch die Rettungskapsel da drüben. Im Wald. Und hier sind jetzt noch die Rover. Da kriegen wir doch hier auch noch ein bisschen was raus. Bestimmt. Guck mal, ich kann doch bestimmt hier das Cockpit, genau. Schutt. Ah, den kann ich bestimmt scannen, oder? Den Schutt. Dann kriege ich bestimmt dieses Cockpit. Und die Energiezelle. Stromspeichergegenstand. Das nehmen wir mal mit. Und ich nehme jetzt mal den Schutt mit. Ich gucke mal, ob ich den auch scannen kann. Das interessiert mich mal. Machen wir das mal so. Geht's schneller. Als wenn ich das die ganze Zeit vor mir hertrage. Gewusst wie. Ha. Flupp. Immer schön nach vorne werfen quasi.
Du kannst rein theoretisch das ganze Raumschiff ausbuddeln. Die große Frage ist, bringt mir denn das was, wenn ich das ganze Raumschiff ausbuddel? Oder, also kann ich das scannen, ist die Frage dann. So, dann machen wir das doch mal hier. Das kann ich doch bestimmt auch scannen. Kann ich? Ja, natürlich kann ich. Nee. Platziere ein Objekt in der Kammer. Okay, dann geht das nicht. Das ist jetzt irritierend so ein bisschen. Warum kann ich das jetzt nicht scannen? Egal. Dann lassen wir das mal hier liegen. Das können wir vielleicht später noch gebrauchen. Das verschwindet ja nicht. Das ist ja, bleibt ja immer noch da. Die Rover kannst du mit einem Kran abschleppen und dann schreddern. Ach so, den Schrott kann ich schreddern. Da brauche ich wahrscheinlich dann einen Schredder dazu. Alles klar. Verstehe. Das müssen wir da mal dran arbeiten noch. Da brauchen wir dann noch... Moment mal, ich habe doch noch so Verlängerungen hier. Wartet mal. So. Genau, hier. Da bauen wir mal gleich Stromkabel hin. Dann können wir hier zur Not nochmal hinlaufen, wenn wir das müssen. Ist da sonst nichts mehr dran? Nee, okay. Also müssen wir die dann schreddern. Okay. Ah, das sind zwei Rettungs... Was ist denn hier alles? Guckt mal, voll geile Sachen sind hier im Wald. Krass, guckt mal hier. Schutt. Aber hier ein Windrad. Das ist ein komplett großes Windrad. Was ist das hier? Schutt. Crazy verrückt. Das können wir gut gebrauchen. Für Strom und so. Wenn es windig ist, kriegen wir mehr Power. I got the power. So, genug damit. Genug davon. Es reicht, eindeutig. Zu viel ist eindeutig zu wenig des Guten. Ach, guck mal, er kann das ja auch in die Hand nehmen, ist das geil. Oh, wie niedlich das aussieht. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich hab's gefunden. Es ist so groß. So groß ist es. Wie schön das einfach auch aussieht, ne? Das könnte glatt ein Desktop-Hintergrund sein, ohne Witz. Was ist denn das für ein Schwierigkeitsgrad? Wahrscheinlich Schwierigkeitsgrad Nubismus oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier den Generator wegnehmen und den hier dran setzen, können wir hier das Windrad aufbauen. Mittelgroße Windturbine, Stromgeneratorgegenstand. Wandelt Windenergie in Strom um. Allerdings weht gerade kein Wind. Das sehen wir an den Streifen, die nicht da sind. Den weißen. Das heißt, das ist wie so ein Kind mit einem Modell. Ja, ohne Witz. Herrlich. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, gar keinen Schwierigkeitsgrad. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege damit, aber ich glaube, es gibt keinen. Weil das gerade die Frage war im Live-Chat, ob es einen Schwierigkeitsgrad gibt und welcher das ist. Ich weiß es gar nicht. Es gibt, glaube ich, keinen. Meine ich jetzt einfach. Ich behaupte das jetzt einfach, auch wenn es nicht stimmt. Wie das gute YouTuber so tun. Moment. Ich setze das jetzt einfach mal hier, die Verbindung. Dann gehen wir mal hier rüber. Ah, zu kurz. So, jetzt zu kurz gegriffen hier. So, also. Ah, guck mal, da klebt auch Forschung im Baum. Im Knotenbaum klebt Knotenforschung. Und was ist das hier? Exodynamics, Forschungsunterstützung, Feldforschungseinheit. Füge zum Freischalten die passende Ressource ein. Ah, und welche ist das? Welche passt? Ach so, das steht ja hier, ne? Was ist denn das? Ist das Gemisch? Ja, das ist doch Gemisch, oder nicht? Dreimal brauche ich das jetzt wahrscheinlich. Warte mal, da müssen wir nochmal hier. So. Ich habe doch bestimmt hier unten, genau, hier habe ich doch... Ne, Moment. Doch, hier brauche ich auch nochmal Gemisch. Das ist ja cool. Ich habe gemischt, ich habe es reingesetzt. Und jetzt? Was muss ich da jetzt machen? Muss ich jetzt irgendwas drücken? Füge zum Freischalten die passende Ressource ein. Habe ich doch. Und wie kann ich das jetzt aktivieren? Vielleicht mit Energieversorgung? Irgendwie?
Nee, das ist nicht... Stimmt, nee, warte mal, das ist nicht gemischt. Das ist was anderes. Was ist denn das? Kupfer ist es nicht. Ich muss hier nach dem Symbol gehen. Ist es Glas? Nee, Glas ist es... Oder? Warte. Nee, Glas ist es auch nicht. Ist es Harz? Nee. Ist es Harz? Ich gehe nochmal zurück zur Base und hol mal Harz. Es muss ja irgendwas sein, was es hier gibt. So vermute ich jetzt mal. Du kannst im Register schauen, welche Ressource das ist. Wie mache ich das Register auf? Helft mir. Wie kann ich das machen? Wo ist das Register? Ich glaube aber auch, das ist Harz. Das ist, kann ja nur irgendwas Einfaches sein. Ich probiere mal, ich guck mal. Nee, das ist nicht Harz. Das ist nicht blau. Das ist was anderes. Das müsste ja blau sein, wenn denn... Ich probiere es trotzdem mal, vielleicht geht's ja. Ist wie wenn man nicht den richtigen Schlüssel hat. Man probiert es trotzdem mit dem falschen. Einfach nur, um zu gucken, ob es nicht vielleicht doch geht. Wenn du Escape drückst, gibt es ein Register. Echt? Ach, hier. Ah! Okay, das ist... Also, entweder ist es Laterit. Ja, Laterit ist das, glaube ich. Da müssen wir graben dafür. Ich glaube nicht, dass es Harz ist. Ich guck nochmal. Wir gehen nochmal hin. Wir gehen nochmal hin. Wir stellen das jetzt sicher hier. Ich will das wissen. Aber gut zu wissen, dass das schon mal keine Rettungskapsel ist, so wie wir das ursprünglich gedacht haben. Sondern, dass das, ja, ich glaube, das ist Laterit. Ich probiere es trotzdem mal mit dem Harz. Wie gesagt, probieren geht über studieren. Nee, okay. Vergesst es mit dem Harz. Es ist nicht Harz. Aber vielleicht, warte mal, hier hinten war noch eine. Da muss ich nur Strom dran dengeln. Guckt mal. Wartet mal, wir haben doch hier unsere mobile Energiezelle, genau. Das muss doch... Ach so. Ah, da muss ich mit dem Base-Modul muss ich hier Strom ran dengeln. Oder nee, mit einem Rover. Mit einem Rover, der hat da auch einen Stromanschluss. Da kann ich das dann anschließen und dann anschließend kriegt der dann Strom. So funktioniert... Also dieses Forschungsgedöns-Dingens. So, jetzt will ich nochmal hier drüben gucken. Hier war noch irgendwas. Was ist das? Hier liegt noch was. Schutt. Schutt. Und was ist das? Kleine Windturbine. Oh, das ist gut. Die kann ich an meinen Anzug dran machen. Da habe ich dann auch immer Energie. Guckt mal, die geht dann nämlich. Wenn Wind weht, dann dreht die sich. Dann sehe ich auch ein bisschen besser, wie viel Wind gerade weht. Weil die sich dann dreht. Und hier ist nochmal Forschung im Baum. Das nehmen wir mal mit. Das erforschen wir jetzt mal hier gleich. Das gibt Punkte. Hoppla. So. Ja, wir tragen das mal so durch die Gegend. Das sieht auch witzig aus. Der kleine Astronier mit seinem riesigen Forschungs übergewichtige Palmdings. Also, wenn Palmen einen Body Mass Index hätten, dann wäre diese Palme eindeutig ganz weit außerhalb der Norm, würde ich sagen. Die fette Palme. Die muss dringend mal ein bisschen Sport machen, die Palme. So geht das nicht. Jetzt wedelt's ganz schön. Vor der Palme. Ich weiß, einige würden mich jetzt für diese Aussage gerne töten. Moment. Das packen wir jetzt da in die Mitte und dann... Nein! Immer mache ich diesen Fehler. So, jetzt hier, gucken wir mal. Bam! So wollen wir das haben. Und das dauert nur 7 Minuten, weil wir jetzt eine Windturbine haben, die auch gerade Energie produziert schon. Und die dreht auch gerade richtig auf. Guckt mal. Es ist Yoda im Anzug und er hält die Frucht mit der Macht. Du könntest auch eine verpackte Plattform und einen kleinen Biogenerator verbinden. Du brauchst keinen Rover, würde aber auch gehen. Stimmt, das ist auch voll cool eigentlich, die Idee. Einfach eine Plattform mitnehmen, auspacken und dann da irgendwie eine Windturbine oder einen Generator oder so drauf oder auch eine Batterie. Und dann einfach das auf den Weg. Das machen wir so. Pass mal auf, das ist eine gute Idee. Dann brauchen wir jetzt erstmal keinen Rover, weil ich glaube, den muss ich auch erst erforschen. Den kann ich eh noch nicht machen. Dann machen wir das jetzt einfach. So, dann machen wir das.
Was brauche ich jetzt nochmal für die Plattform? Ich ahne es schon. Ich glaube, ich brauche das, was ich immer brauche. Harz. Ein Herz für Harz. Ja, ich brauche Harz. Viel. Und wo war das nochmal? Hier hinten irgendwo. Das habe ich doch, glaube ich, alles schon weggelutscht hier, oder? Ich glaube, langsam gehen hier schon wieder die Quellen so ein bisschen zur Neige. Palmwedler LP. Hier links war das. War doch hier, oder nicht? War das nicht hier? Da, wo ich schon gebuddelt habe? Wahrscheinlich habe ich hier schon alles weggelutscht. Ah, nee, hier ist noch was. Reicht das noch? Ist die Frage. Ich stehe ja voll drauf. Guck mal. Jawohl, komm. Hab ich was? Nee. Immer noch nicht genug. Komm schon. Muss noch was sein. Ob es auch einen Scanner gibt für Ressourcen, dass ich Ressourcen scannen kann, wo die sind. So ein bisschen wie der Scannerraum in Subnautica. Bestimmt, oder? Hier ist noch was. Komm, ich brauche noch einen. Ja! Ja, ich hab's. Okay. Schnell zurück hier. Ran an die... an die Leitung. Sehr gut. Dann bauen wir diese Plattform. Nehmen uns die Energie aus der Energiezelle. Und am besten auch noch das kleine Windrad. Dann produzieren wir ein bisschen Energie unterwegs noch. Ne? Und dann... haben wir das. Dann aktivieren wir den ersten Forschungsboost. Sauber. Ist das jetzt schon die Plattform? Ja, große Plattform. Gibt es auch eine kleine Plattform? Eine mittlere oder so? Nee, es gibt nur die große. Dengel. 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 Das passt schon so. So, die nehmen wir dann im verpackten Zustand mit und packen sie dann vor Ort aus, genau. Das dauert jetzt natürlich wieder einen Moment. Ach ja, ich kann in der Zeit, wo wir jetzt hier warten, mal in mein Register gucken. Wir haben ja jetzt 522 Bytes, also wir haben immer mehr Bytes so langsam. Das heißt, wir können jetzt ja hier mal durchschalten, was wir dann so als nächstes freischalten, was denn so Sinn macht. Hier brauchen wir schon 800 Bytes für Boost-Modus, was auch immer das bedeutet. Kleiner Generator, den haben wir ja schon. Kleines Solarmodul wäre vielleicht ganz sinnvoll, oder? Dann kriegen wir ein bisschen Sonnenenergie. Ich schalte das mal frei. Das haben wir jetzt gelernt, so. Jetzt haben wir nur noch 44 Bytes. Dann kann ich das doch jetzt hier bestimmt machen in meinem, hoppla, in meinem Rucksack. Kleines Solarmodul. Genau, und da brauche ich auch Kupfer dazu, das passt, dann machen wir das mal. Dann kriegen wir nämlich auch tagsüber noch ein bisschen mehr Energie. Das können wir jetzt auch gleich direkt mitnehmen. Ne, weil wir brauchen ja jetzt erstmal Energie vor Ort bei dem Ding. Bei diesem Forschungsboost-Teil. Das ist gar nicht so verkehrt. Laufen wir da mal hin. Ich vermisse so ein bisschen die Stürme, ehrlich gesagt. Die Sandstürme mit den Quadern, die dann durch die Gegend geflogen sind. Da hat man noch gar keinen gehabt jetzt. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Das war so eine coole Umweltkomponente irgendwie, dass man dann immer mal Schutz suchen musste zwischendurch. Gibt's die noch? Ist die große Frage. Oder sind die vielleicht rausgenommen worden? Ich weiß es nicht. So, dann bauen wir mal hier die platte Form. So. F halten. Kalabambum. So. Also, wir brauchen das Solarmodul, die Energiezelle. Und am besten noch das Windrad. Und dann... Oh, das ist aber das letzte Ende hier für die Verbindung. Scheiße, ich muss es ein bisschen näher ransetzen.
So, jetzt aber hier. Genau. Da müssen wir, glaube ich, eine bestimmte Menge an Energie reinlegen oder reinkriegen, damit das funzt. Ich baue mir nochmal Verbindungen. Kleiner Drucker? Nee, Verbindungspaket, genau. Dann legen wir da jetzt gleich mal eine... Warte mal. Verbinden sich die Verbindungen nicht dann auch mit der Plattform, theoretisch? Nee, ne? Nee, machen sie nicht. Okay, schade. Ja, warte, dann können wir die auch wieder wegnehmen. Ja, der saugt jetzt hier die Batterie aus, ne? Okay. Halte zum Freischalten die gewünschte Energiezufuhr aufrecht. Was ist denn jetzt genau die gewünschte Energiezufuhr? Wie viel brauche ich denn jetzt hier? Und für einen... Na gut, wir haben jetzt gerade Nacht, ne? Das heißt, das Solarmodul ist nicht aktiv. Das heißt, wir haben jetzt gerade nur ein bisschen Windenergie und das, was halt in der Batterie drin war. Das ist jetzt natürlich nicht so viel. Das heißt, ich könnte jetzt noch den Bioreaktor ranschaffen. Wir müssen jetzt mal gucken, wenn Tag ist, ob das dann reicht mit dem Strom oder nicht. Spielwehrs Kabel ist zu kurz. Kabelsalat! Kabels. Kabels Space Program ist das hier nämlich. Oh. Oh. Dun, dun. Tx, genau. Tx. Tx. Kabel Space Program. Aber ein passender Name, das muss man schon sagen. Das kann man nicht verleugnen. Dann nehmen wir das hier jetzt noch mit, so. Biomasse haben wir ja da vor Ort, das geht ja. Strom über Solarzellen haben wir jetzt da auch. Sollte eigentlich klappen. Eigentlich. Ich will das jetzt mal wissen, was man da dann jetzt genau rauskriegt an Boost und wie viel und wie und überhaupt und was und... Ah, nicht da reinfallen. Ich will das jetzt wissen. Ich will das ausprobieren. Jetzt haben wir Solarenergie. Es reicht anscheinend aber immer noch nicht. Genau, dann Energiedingens nehmen und dann... Müssen wir ja ein bisschen ernten. Genau. Machen wir mal 3 Stück und dann legen wir mal das da dran. Und dann so, genau. Ja toll, jetzt weht kein Wind mehr. Weißt du, jetzt wo ich hier den Bioreaktor am Start habe, weht kein Wind mehr. Woher weiß ich denn jetzt, ob es reicht? Ach hier, warte mal, hier, guckt mal. Man sieht es ein bisschen schlecht. Aber hier drumherum um den Stecker. Seht ihr das? Hier gibt es so eine Anzeige. Da, die ist jetzt nur unten voll und oben drüber ist so ein bisschen rot. Und ich glaube, das muss bis ganz oben hin gelb sein. Also wenn das hier am Rand komplett gelb ist, also auch hier oben, da so in dem Bereich, dann ist es, glaube ich, ausreichend. Ach, da müssen wir ja noch voll viel Energie produzieren hier. Das kriegen wir so, glaube ich, gar nicht hin mit dem Arrangement hier. Ich bezweifle es. Ich schätze mal, selbst wenn jetzt der Wind richtig krass wehen würde, wäre es wahrscheinlich gerade mal der untere Bereich, der voll ist. Ja, okay. Das ist also schon etwas schwieriger, sich das freizuschalten. Da braucht man die höherwertigeren Anlagen quasi. Ich nehme jetzt mal alles wieder mit. Das ist ja hier Energieverschwendung sonst. Nicht wahr? Hier, jetzt sehen wir es nochmal. Ihr seht es jetzt. Ah, nee, warte. Ich muss tatsächlich nur den unteren voll machen. Der ist rot. Den roten Bereich muss ich voll machen, glaube ich. Moment, 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 Moment. Das kriegen wir hin. Wir brauchen, wie gesagt, nur etwas mehr Wind. Oder einen zweiten Bioreaktor. Sekündchen, Sekündchen. Einen zweiten Bioreaktor. Sauerstofffilter, Kanister, Arbeitslicht, kleiner Generator. Wir machen mal noch einen kleinen Generator. Wie gesagt, Biomasse haben wir ja genug. Und dann starten wir beide nämlich mit Biomasse aus. Ja! Es hat geklappt! Puff, hat's gemacht! Weg mit dem Zeug. Was ist das? Forschungsprobe. F halten zum Scannen.
Gewonnene Bytes. Ja, und da habe ich gleich ein Achievement dafür gekriegt. Nice. So, jetzt können wir den ganzen Zinnober hier, den können wir jetzt dann abtransportieren. Den brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht behalten. Mit Köpfchen haben wir uns durchmacgyvert hier. Der Wahnsinn. Wie der Richard Dean Anderson. Der absolute geniale Scheiß. Oh, das ist der Bioreaktor. Der macht hier so komische Geräusche. Wir könnten jetzt natürlich die Plattform auch noch mitnehmen. Den Stecker brauchen wir ja nicht, genau. Oh Gott, das Ding zu transportieren ist aber ganz schön. Kann ich das auch wieder einpacken? Ach, ich lasse das jetzt einfach hier stehen. Das ist Umweltverschmutzung pur hier. Ich lasse das einfach da stehen. Wie das knallt, meine Güte. Ja. Geht durch Mark und Bein. Markerschütternde Geräusche sind das hier. Oh, hi, Mark. Ja, ist doch super. Also, man kann sich hier echt so ein bisschen durchmacgyvern. Das finde ich gut. Das macht Spaß. Das ist echt toll. So, weil ich gerne Ressourcen sinnlos verschwende und vergeude, packe ich jetzt einfach mal das Glas hier noch rein und scanne das mal auch. Das scheint nämlich eine sehr ergiebige Ressource zu sein in Sachen Forschung. Und damit das ein bisschen schneller geht, wie gesagt, bauen wir jetzt hier noch das Windrad auf. Die kleine Solaranlage, die können wir doch hier am Rand bestimmt auch noch irgendwo drauf dengeln. Da ist doch bestimmt noch ein Pönöbel irgendwo. Hier zum Beispiel. Genau. Und dann haben wir noch den kleinen Reaktor. Die fügen wir jetzt mal da ein. Und da. Und ich habe keine Ressourcen mehr, fällt mir mal gerade so auf. Also wirklich gar nichts mehr gerade. Ja, sauber. Warte mal, da haben wir doch jetzt Forschungspunkte bekommen. Und das gar nicht mal so wenig. Da können wir doch mal gucken, ob wir was freischalten können oder nicht. Was können wir denn freischalten? Was macht denn Sinn? 800 Bytes brauchen wir für die nächstgrößeren Sachen. Was ist denn das hier? Kleiner Drucker. Ne, den haben wir ja schon. Kleiner Sauerstofftank ist eigentlich sinnvoll. Dann können wir weiterlaufen, ohne dass wir die Verbindung legen müssen. Ja, ernsthaft? Da brauche ich Glas dafür. Geile Wurst. Und doppelt so viele Forschungspunkte, wie ich jetzt habe. Alles klar. Wisst ihr Bescheid, meine lieben Freunde. Im Forschungsfenster gibt es mehrere Kategorien. Habe ich auch lange nicht gefunden. Ach so. Ja, stimmt, ne? Warte mal, jetzt fällt es mir auch ein. Hier, genau. Sauerstoffmacher. Oh, die sind aber teuer. Mittelgroßer Generator. 3000 Bytes. Da müssen wir noch eine Weile für stricken. Mittelgroße Plattform. Mittelgroße Plattform B. Mittlerer Schredder. Ah, ein Schredder. Den müssten wir eigentlich mal demnächst machen, weil da können wir nämlich die Schrottteile, die wir jetzt schon gefunden haben, schreddern. Was, ein Traktor gibt's? Das ist ja geil. Und ein Hänger. Rover-Sitz. Wie teuer ist denn der Traktor? 1000. Der kostet nur 1000, aber wir haben noch kein Aluminium. Wir haben noch kein Alu. Also können wir uns auch noch keine Hüte machen. Verdammt. Keine Aluhüte. Wo soll das nur hinführen? Es gibt mehrere Menüs. Sekunde mal jetzt hier. Jetzt muss ich nochmal gucken. Da gibt es ja noch mehr. Großes Lager. Große Plattform. Landeplattform. Landeplattform. Forschungskammer. Freigeschaltet. Die haben wir schon. Schmelzofen. Auch gar nicht so unwichtig. Den brauchen wir eigentlich als nächstes. Denn mit dem können wir ja dann die ganzen Erze verarbeiten. Und ohne den kriegen wir, glaube ich, aus den Erzen gar nichts raus. Unterkunft. Die haben wir schon freigeschaltet. Solarstromanlage. 5000 Bytes? Extra großes Lager, okay. Extra große Plattform. Das klingt spannend. Großer Rover, kleines Shuttle, mittleres Shuttle, großes Shuttle. Boah, da gibt es auch drei Abstufungen jetzt. Das ist ja der Wahnsinn, was es alles gibt. Aber 4000 Bytes hier, ne? Wisst ihr Bescheid.
Da müssen wir eine Weile für stricken, auf jeden Fall. Okay. Mission Forschungspunkte. Geht weiter. Oh, 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 oh. Harz. Mission Harz ist auch gar nicht so unwichtig, sage ich euch. Was ist eigentlich mit diesen kleinen Pflänzchen hier? Die rollen so rum. Kann ich die vielleicht auch erforschen? Hoppla. Nee, die kann ich... Hä? Ich hab sie zerstört. Ich hab sie getötet. Ah, die kann ich so scannen. Ah, ich kann die Blumen scannen. Ein Traum wird wahr, ich kann Blumen scannen. Und ich würde sagen, mit dieser tollen Erkenntnis endet diese Folge Astronier. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Astronier 1.0. Bis dann, ciao, ciao.